Jetzt beginnt die Aufzeichnung. So, ja, wir starten ja heute so eine echte Premiere. Ich glaube, so einen Working-Out-Loud-Zirkel, der sich in die Karten gucken lässt, gab es ja bisher noch nicht. Und irgendwie machen wir damit sowas wie Learning-Out-Loud. Und da erinnere ich mich an einen Spruch, den Harald Schirmer irgendwann mal geprägt hat. Working Out Loud ist ja so etwas wie über die digitale Schulter schauen. Das heißt, wir lassen uns jetzt bei dem Working Out Loud Zirkel über die digitale Schulter schauen. Und es ist deshalb ein Unterschied, weil der Working Out Loud Zirkel ja eigentlich die Ausbildungsmethode oder die Einübungsmethode für Working Out Loud ist. Also wir haben uns jetzt verabredet, wir wollen lernen, wie Working Out Loud wirklich geht. Und wir lassen uns bei diesem Lernen schon mal beobachten. Und deshalb ist es wirklich eine Premiere. Sowas, glaube ich, hat es noch nie gegeben. Also, wir werden jetzt 12 Wochen lang uns jeweils eine Stunde treffen, ganz nach dem Buch von John Stepper. Harald Schirmer hält es gerade hoch. Er hat da sich sehr viel Mühe gegeben, dieses Konzept sehr ausführlich zu beschreiben. Und er empfiehlt, um da richtig reinzukommen, es auch richtig einzuüben. Deshalb die 12 Wochen. Und jeweils eine Woche trifft man sich normalerweise in einem privaten Kreis. Also man verabredet alles, was hier so gesprochen wird, bleibt unter uns. Das ist bei uns heute anders. Wir trauen uns, das mal wirklich öffentlich zu machen, damit man mal zugucken kann, wie so ein Working Out Loud Circle auch läuft. So, mein Job ist es, diesen Working Out Loud Circle zu moderieren. Ich bin Karl-Heinz Pape und ich habe vor kurzem erst erfahren, dass ich nicht bloß moderiere, sondern dann selbstverständlich auch ein ganz normaler Teilnehmer in dem Zirkel bin. Also werde ich mich nur am Rande auf Moderation konzentrieren und hauptsächlich mitlernen. Wir fünf sind nicht alle neu. Also die Antje Röwe ist noch neu im Thema Working Out Loud, hat noch keine Erfahrung. Ebenfalls der Winfried Felser. Und ich habe auch noch gar keine Erfahrung mit Working Out Loud, habe nur viel von gehört. Aber wir haben zwei extreme Experten dabei, nämlich den Harald Schirmer und den Simon Dückert. Ich glaube, beide haben schon mehrere Working Out Loud Circles moderiert und mitgemacht. Also die haben ganz viel Erfahrung. Und insofern ist die Mischung sehr spannend für uns, einfach mal mit den beiden Experten durch diesen ganzen Prozess zu gehen. Ja, ich bitte euch dann zunächst mal um eine kurze Vorstellung, damit die anderen so draußen wissen, wer ihr so seid. Und vielleicht schließt ihr gleich die Antwort auf die Frage an, warum macht ihr eigentlich bei diesem Working Out Loud Circle mit? Fangen wir vielleicht an mit dir, Harald, und du kannst gleich so ein bisschen mehr noch dazu sagen, was Working Out Loud Circle für dich so ausmacht, weshalb du uns empfiehlst, das hier zu machen und öffentlich. Ja, gerne. Also ich muss als erstes noch mal ein ganz großes Dankeschön an die Runde senden. Ich habe da 4 Leute zu etwas eingeladen, was wie gesagt noch nie so gelaufen ist und was eigentlich gegen ein Grundprinzip von Working Out Loud verstößt, nämlich die Privacy. Das Ziel von Working Out Loud ist ja, dass man einem persönlichen Weiterentwicklungsziel oder Entwicklungsziel arbeitet. Und das bedeutet in der Regel, dass man sich über Themen austauscht, die jetzt normalerweise nicht für die Öffentlichkeit gedacht sind. Also man möchte vielleicht einen Karriereschritt machen, man möchte sich in einem Thema weiterbilden, wo man vielleicht ein Defizit spürt. Und das teilt man in der Regel nicht mit der Öffentlichkeit, sondern man macht das Ganze eigentlich eher in der Privacy einer geschlossenen Runde, in einer Peer Group, wie man es so schön im Corporate-Umfeld sagt. Wir haben das jetzt einfach aus verschiedenen Gründen an das Corporate Learning MOOC angedockt, weil das für uns eine sehr, sehr gute Methode ist, einfach gemeinsam zu lernen. Ich selber bin ein sehr, sehr großer Fan von gemeinsamen Lernen. Also wir gewinnt, habe ich bei mir in der Kontinentalwoche oben drüber geschrieben, weil wir feststellen, dass so viele Menschen ganz unterschiedliche Arten haben zu lernen. Und Working Out Loud hilft an so vielen Enden, diese neue oder diese andere Art zu lernen, einfach mal zu kultivieren, zu üben. Mit dem Peer-Feedback. Gerade ein bisschen. Also das ist eine ganz tolle Methode. Ich würde jedem empfehlen, sich vielleicht mal auf workingoutloud.com
zusammengeschrieben. Ich glaube, genau der Simon hat es schon in der Diskussion gepostet. Die findet ihr links, wenn ihr links unten bei Skype auf diese kleine Sprechblase drückt, dann könnt ihr da mitlesen. Wenn da jemand Fragen hat, gerne die auch reinschreiben. Ich werde nämlich während der Denkphasen in Working Out Loud in der Stunde vielleicht immer so kurz was dazu sagen, was da gerade passiert und warum es gerade passiert, damit einfach das für euch im Video auch nicht so lang wird, wenn wir kurz mal drüber nachdenken, was auch eine Aufgabe natürlich in Working Out Loud ist. Ich selber habe viele Circle schon gemacht, ich habe viele Circle schon moderiert. Ich habe es bei uns in der Firma, in der Continental AG, auch eingeführt. Wir haben da schon ein paar hundert Leute unterwegs am Start. Wir sind selber in fast 20 Ländern unterwegs. Also das funktioniert auch über Kulturen hinweg. Ist eine ganz tolle Lernmethode und für mich im Moment eine der wenigen, die wirklich eine echte Verhaltensänderung bewirkt, weil sie eben 12 Wochen lang geht. Das heißt, das, was man übt, das, was man macht, wird dann auch wirklich durch Wiederholungen entsprechend gefestigt. Man kann die digitalen Netzwerke kennenlernen, man lernt die Leute im Circle sehr gut kennen natürlich. Und nachdem ich jemand bin, der die ganze digitale Welt natürlich versucht, ins normale Leben mitzubringen, ist das eine ganz tolle Möglichkeit, eigentlich viele Dinge auf einmal zu tun mit einer relativ niederschwelligen Einstiegshemmung, nenne ich es jetzt mal. Ja, Damit würde ich es jetzt mal belassen. schönen Dank, Harald. Ja, es ist schön, dass du uns dazu anleitest hier. Ich freue mich schon drauf. Simon, was bringt dich dazu, hier mitzumachen? Ja, wir hatten ja so zwei Quellen der Idee. Harald hatte ja schon lange die Idee, mal so einen öffentlichen WOL-Circle zu machen, gerade weil, ja, denke ich, wenn jemand Zaungast sein kann, motiviert es vielleicht dann nochmal einen eigenen Circle zu starten. Wir hatten im Kontext jetzt des Corporate Learning 2025 Mukaton ja den Gedanken, Lerngruppen zu etablieren, um den Leuten so ein bisschen die Angst zu nehmen, vor diesem Massive in MOOC. Also wie kann ich mit 1000 oder 800 oder 900 Leuten kommunizieren? Und da ist ja in den MOOCs eigentlich immer die Idee, Lerngruppen zu bilden. Nur oft ist so die Frage, wie organisiert sich eine Lerngruppe und nach welchem Schema läuft die ab? Und da war eigentlich dann meine Idee, hatte ich Harald angesprochen, ob man nicht Working Out Loud als Methode verwenden kann, um solche Lerngruppen eben zu formen, gerade weil zu Beginn von Working Out Loud sich jeder mal ein Lernziel stecken muss, dann überlegt, wer im eigenen Netzwerk kann einem helfen, dieses Lernziel besonders gut zu erreichen. Und das passt eigentlich so als Schema sehr gut auf den MOOC, weil man sich jetzt natürlich auch ein Lernziel in den Mookathon stecken kann und gucken kann, wer denn von den 800, 900 Leuten am besten zu mir passt und man dann vielleicht eine sehr handliche Lerngruppe von 4, 5 Leuten da wieder draus bekommt. Und wenn es Leuten da hilft, WOL als Methode einfach zu verwenden und diese Agenda in den Wochen zu verwenden, dann ist das, glaube ich, eine ganz nützliche Sache. Simon, sag noch ganz kurz, wer du eigentlich bist. Ja, Simon Dückert, ich komme aus dem Kontext Wissensmanagement und lernende Organisationen, bin Teil des Corporate Learning Community Kernteams. Wir haben oder ich habe zusammen mit Karl-Heinz und den anderen den Corporate Learning 2.0 Mookathon gemacht und bin im Kontext vieler Organisationen unterwegs, was das Thema soziale Medieneinführung, Wissensmanagement angeht, wo natürlich jetzt Working Out Loud im Kontext der internen sozialen Netzwerke auch eine große Rolle spielt, einfach als Methode der sogenannten Adoption, also der Einführungsbegleitung. Harald, hattest du eigentlich gesagt, wo du herkommst? Entschuldigung, nein. Ja, Harald Schirmer, ich hatte am Anfang gesagt, ich komme aus Ingolstadt, also im Süden von Deutschland. Ich bin bei der Continental AG ja, als Manager für Digital Transformation und Change aktiv. Ja, und digitale Transformation ist mein Thema. Ich bin Familienvater und ein großer Freund von der digitalen Welt, aber auch von der Natur und Tieren und allem, was so Freude macht im Leben. Antje, wer bist du und warum bist du hier? Also Antje Röpe, ich bin im Moment aus Aachen zugeschaltet und Harald hat das Stichwort gegeben. Also ich fange mal bei der Natur an. Ich habe es vor allen Dingen mit der Natur und Harald habe ich kennengelernt im Rahmen einer Fachtagung oder was war es, eine Konferenz, Digitale Transformation in München damals. Und wir sind ins Gespräch gekommen und über die Art und Weise, wie wir auf die Welt gucken und mit welcher Haltung wir Menschen quasi begleiten, auch Potenziale zu entfalten. Meine große Vision ist, dass ich mit meiner Arbeit vielleicht einen Beitrag dazu leisten kann, dass mehr Menschen an den Ort kommen, wo sie beruflich und persönlich einfach auch hinpassen. Und das hat uns so ein bisschen verbunden. Da haben wir geredet und dann war eben, und da komme ich gleich zu dieser
Aufgabe, die auch in diesem Rahmen jetzt hier ich mir gestellt habe, dass wenn man natürlich etwas entwickelt hat, was ich seit Jahren eben auch tue, muss es auch ein Stück weit in die Welt. Und der Punkt war dann und der Vorschlag von Harald, dann mach das doch mal über Twitter. Und da ich jetzt nicht so ein großer Fan von der digitalen Welt bin, gebe ich echt zu, aber sehr auf Herausforderungen stehe und auch ein bekennender Weiterbildungsjunkie in jeder Form, hat mich das natürlich jetzt unheimlich gereizt zu sagen, ich mache hier mit, ich möchte lernen, ich finde es fantastisch, in einer Gruppe zu lernen und bin ganz freudig und aufgeregt, weil ich das echt wahnsinnig spannend finde und bin vor allen Dingen erstmal froh, dass ich quasi als einer der Ersten mit in diesem Netzding hier war und Karl-Heinz ganz begeistert, dass ich rausgeflogen bin. So, also das war schon mal die größte Herausforderung und ich freue mich einfach wahnsinnig auf diese 12 Termine. Okay, Winfried, wir sehen dich nicht, aber ich hoffe, wir hören dich jetzt. Sag mal ein bisschen was zu dir und weshalb du hier bist. Ja, viele Grüße aus Köln. Bin ich hörbar? Ja. Ja. Sehr gut. Ja, aus Köln, Betreiber Competence Site. Wir sind ein B2B-Netzwerk aus der Fraunhofer Gesellschaft hervorgegangen. Machen das jetzt schon ein bisschen länger, seit 1999. Working Out Loud finde ich aus zwei Gründen spannend. Das eine ist, weil ich glaube, für die Fragestellung, die ich nachher skizziere, passt es ganz gut als Lösungsweg, um die letztendlich tatsächlich zu diskutieren. Und zweitens kann es auch nachher sogar eine Lösungskomponente sein. Ich beschäftige mich halt sehr stark mit den Fragen, wie gelingt organisationsübergreifend Transformation, wie kann man sich da austauschen, insbesondere im HR-Bereich. Und da glaube ich, da ist WOL eine ganz spannende Alternative. Okay. Vielleicht ganz kurz zu mir. Ich bin Berater für Corporate Learning und ich bemühe mich, denen, die selber lernen, gestalten, Situationen zu verschaffen, wo sie eigene Erfahrung für anderes Lernen machen. So zum Beispiel das Corporate Learning Camp, so zum Beispiel jetzt mit einigen anderen, Simon Dücker zum Beispiel, der Corporate Learning 2025 Mukaton. Und so ein paar reale Communities betreibe ich auch noch, wo man sich wirklich regelmäßig trifft, um sich austauscht zum Thema Corporate Learning. Ja, mich interessiert dieses Thema Working Out Loud deshalb, weil ich schon immer ganz fasziniert bin, dass das so die Runde macht im Moment. Da sind ja fast alle großen Unternehmen im Moment damit beschäftigt, doch mal erste Versuche zu machen, ob das nicht Lernen von Mitarbeitern ganz mächtig voranbringen könnte. Und ich bin sowieso ein Fan von Lernen in Netzwerken. Ich glaube, das ist das große Lernthema, eigentlich heute schon, bloß heute reden wir da nicht so sehr über Lernen, aber Menschen nutzen immer mehr Netzwerke, um sich damit weiterzuentwickeln. Und Working Out Loud ist so eine formalisierte Form, um informelles Lernen dann möglich zu machen. Also ich finde das ganz spannend und bin jetzt ganz gespannt, mal so die wirklichen inneren Funktionen mitzuerleben bei so Working Out Loud. Ja, wir haben eigentlich ja als nächstes in dieser ersten Sitzung uns über Ziele Gedanken zu machen. Vielleicht, Harald, sagst du uns ein bisschen was darüber, wie so Ziele aussehen könnten und wir denken schon mal ein bisschen drüber nach, welche Ziele wir uns so setzen könnten. Wäre ganz schön, wenn du uns so eine kurze Einführung dazu gibst. Na klar, Jan. Also Ziel in dem ersten Circle sind immer eine Stunde, 12 Mal machen wir das Ganze nach einer Agenda, die es in diesem Buch eben gibt oder auf dieser Seite zum Runterladen, workingoutloud.com, sogar auch auf Deutsch inzwischen. Die Ziele, die sind im ersten Circle zu setzen. Das heißt, man überlegt sich, wo möchte ich mich denn weiterentwickeln? Was möchte ich denn erreichen in ungefähr 12 Wochen? Es sollte also schon eine gewisse Herausforderung sein. Es sollte nicht zu klein sein. Und sollte auf jeden Fall was mit der Person zu tun haben. Also wir haben in der Firma ganz oft erlebt, dass Leute quasi einfach ihr Projekt genommen haben und das als Ziel für Working Out Loud. Dann hat aber das Ganze eigentlich nur so einen zusätzlichen Arbeitscharakter. Das ist dann in der Regel nicht immer bestmöglich oder best erfolgreich. Also von daher wirklich etwas, was man wirklich will, damit die intrinsische Motivation einen quasi auch über die 12 Wochen immer am Laufen hält. Working Out Loud ist eine freiwillige Geschichte, das heißt, potenziell kann jemand auch jederzeit auch aussteigen
und sagen so, nee, also ich glaube, das bringt mir nichts, ich höre jetzt so nach der dritten, vierten Woche auf. Das passiert nicht sehr oft, weil nach der dritten Woche hat man relativ schnell schon Erfolge und merkt, was da mit einem passiert, die Connection mit den anderen. Wie schauen solche Ziele aus? Ich hatte es am Anfang schon erwähnt, also Karriereziele sind natürlich interessant. Wie mache ich meinen nächsten Schritt in der Firma? Manche machen natürlich auch die Karriere außerhalb von Firmen. Die Frage ist, gibt es irgendwelche Dinge, die ich an meiner Person verändern will? Möchte ich zum Beispiel besser sprechen lernen? Wir hatten auch schon Gesundheitsthemen drin. Ich möchte nicht Workout machen. Da braucht man halt, oder da ist es vielleicht ganz gut, wenn man plötzlich dann jemanden, einen Trainer findet oder jemanden, der einem hilft zum Beispiel, mit dem man dann joggen gehen kann oder sowas. Also da gibt es teilweise sehr niederschwellige Ziele und teilweise auch sehr hochgesteckte Dinge. Wir haben in der Firma sehr oft erlebt, dass Leute sich Ziele gesetzt haben, wo sie am Anfang gedacht haben, das klappt sowieso nie. Ich beweise euch mal, dass Working Out Loud nicht funktioniert. Hatten wir auch schon. Und die waren dann nach 5 Wochen mit ihren Zielen fertig und haben gesagt, sowas habe ich noch nie erlebt. Also das ist, da ist quasi wirklich alles möglich. Ich habe vor kurzem von einem einen wunderbaren Spruch gehört, der hat gesagt, Working Out Loud hilft dem Erfolg, dich zu finden. Das ist, glaube ich, ein sehr, sehr guter Satz, was Working Out Loud macht. Wir bauen eine Reputation auf, sowohl im Circle als auch darüber hinaus. Das werden wir über die 12 Wochen auch alles lernen und gemeinsam tun. Und über diese Reputation wird man dann entsprechend auch sichtbar. Und ich sehe gerade, dass Sebastian Hollmann ist auch da. Der hat es nicht gesagt. Ja, dann wiederhol den Satz doch nochmal. Der klang so schön. Wie war das? Working Out Loud hilft dem Erfolg, dich zu finden? Dich zu finden. Ich glaube, ich habe es wörtlich halbwegs mitgegeben. Sebastian, wenn du magst, schreib es einfach nochmal in die Kommentare rein. Aber ich glaube, so habe ich ihn im Kopf gehabt. Der war einfach zu gut, der Satz. John Stepper hat den auch gleich gefunden und hat gesagt, den wird er auf jeden Fall weiter nutzen. Na, das sind ja gute Voraussetzungen für uns dann. dann sind wir jetzt dran, unsere Ziele hier zu formulieren, Harald, ist das richtig? Idealerweise würde jeder von uns jetzt so 1-2 Sätze formulieren. Was ist das Ziel? Also für draußen, wenn es zu knapp ist für jemanden, wenn ihr ein Working Out Loud Circle macht, wir haben es auch öfter mal gemacht, die Aufgaben aus Working Out Loud mit nach Hause zu nehmen und dann quasi im Circle entweder die Vor- oder die Nachbesprechung dieser Aufgaben zu machen. Aber ich würde sagen, wir bleiben jetzt mal am Protokoll und dann wären wir jetzt mit der Zieldefinition jeder Einzelne. Vielleicht auch warum er das in nur kurzen paar Sätzen. Ja, wer traut sich denn als erster mal so ein Ziel zu formulieren? Ich habe gerade schon so viel geredet. Ja, ja. Also ich habe es noch nicht ganz druckreif, aber ich habe ein Ziel, was quasi auch auf den Corporate Learning 2025 Muckathon mit abzielt. Und zwar geht es mir eigentlich darum, ich beobachte, dass in verschiedenen Funktionen in Unternehmen im Moment die Tendenz in eine ähnliche Richtung geht. Verschiedene Fraktionen tun Dinge, die das Lernen irgendwie voranbringen. Das sind so die typischen Corporate Learning, Weiterbildungsabteilungen, Corporate Knowledge Management ist ein Thema, im Qualitätsmanagement mit der neuen ISO 9001 kommt das Thema Lernen sehr stark nach oben, auch die ganzen IT-Kommunikationsabteilungen, die soziale Medien eingeführt haben. Und ich möchte eigentlich im Rahmen jetzt des Corporate Learning 2025 Muckathons mal eine Idee entwickeln, wie diese 4 Fraktionen, die ich jetzt genannt habe, zusammen in das Framework der lernenden Organisation nach David Garvin passen und dann mit einem Netzwerk, was ich noch finden möchte, nämlich genau von Verantwortlichen, die in diesen Bereichen arbeiten, diese Idee mal challengen, kritisch hinterfragen lassen und die praxisorientiert weiterzuentwickeln. Also ist so ein Ziel, was quasi jetzt auf den Muckathon abzielt, innerhalb des Muckathons gemeinsam mit anderen Teilnehmern, die vielleicht auch so ein ähnliches Lernziel haben, das während der 12 Wochen MOOC-Zeit jetzt zu entwickeln. Das ist noch nicht so richtig scharf, aber an dem Ziel, also das ist auch so meine Erfahrung, jetzt die ersten 2-3 Wochen feilt man an diesem Ziel immer noch. Und es ändert sich so ein bisschen, es kommen Rückmeldungen, habe ich nicht so richtig verstanden, jetzt auch aus dem Circle von euch. Und ich denke, so in einer Woche oder 2 dürfte das einigermaßen scharf sein.
Also Simon, du darfst mich gerne auch bei den Weisheiten, die ich da von mir gebe, unterstützen. Du weißt da mindestens, wenn nicht sogar mehr als ich. Ich denke, dass auch diese Ziele sind natürlich eine gewisse Schwierigkeit, vor allen Dingen, weil die ganz am Anfang stehen. Wir haben es auch oft erlebt, dass Leute erstmal gar kein Ziel gefunden haben. Auch das ist okay, dann hört man sich die mal der anderen an. Wir haben auch erlebt, dass Leute nach 2 Wochen fertig waren und sich ein neues Ziel geholt haben oder andere erst nach 3 Wochen überhaupt ein Ziel hatten. Also all das ist auch möglich. Man darf sich da, und das hat der John sehr schön auch immer formuliert, nicht so ganz brutal jetzt irgendwie knechten. Das muss jetzt unbedingt irgendein Blödsinn sein, sondern lieber kommen lassen, lieber drüber austauschen und dann was Anständiges nehmen. Mhm. Habt ihr das Ziel von Simon eben gut verstanden? Ja. Ich kenne ihn schon eine Weile. Ja, Simon, vielleicht sag es noch mal ein bisschen in anderen Worten. Ich habe es noch nicht so ganz verstanden. Hier war es auch zu komplex. Ja. Naja, also mir ist das so richtig bewusst geworden, als wir jetzt im Kernteam der Corporate Learning Community eigentlich über unseren Mookathon gesprochen haben. Der Titel heißt der Corporate Learning 2025 Mookathon. Wir wollen irgendwie rausfinden, wie sieht das Corporate Learning in 2025 aus, wie ist da die Vision? Und jetzt hört man irgendwie bei verschiedenen Leuten dann sofort so Sachen wie, welche Lerndienstleistungen werden da angeboten, welche Geschäftsmodelle haben Weiterbildungsabteilungen. Meiner Meinung nach ist Corporate Learning 2025 dadurch geprägt, dass eine klassische Weiterbildungsabteilung, so wie heute auch, nur ein Bruchteil für einen Bruchteil des Lernens in einer Organisation verantwortlich ist. Und eine Qualitätsmanagementabteilung, die Lessons Learned in Projekten fördert, genauso aufs Lernen Einfluss hat wie ein Abteilungsleiter, der seinen Mitarbeitern Zeit gibt oder nicht, wie ein Prozessmanager, der in seine Prozesse Lernschritte rein designt oder nicht. Und das heißt quasi, dass Lernen, was sehr interdisziplinäres ist in der Organisation und eigentlich auch die Fraktionen, die heute noch weitestgehend unabhängig voneinander arbeiten, nämlich ein Head of Learning and Development, ein Head of Project Management Office, ein Head of Process Management, ein Head of IT, eigentlich noch gar nicht sehen, dass sie da mit Lernen ein gemeinsames Thema haben, bis zum Vorstand hoch und bis zu jedem einzelnen Mitarbeiter runter. Und diese Vision zu entwickeln, dass eigentlich jede Sekunde und jeder Quadratmeter Boden in einer Organisation, egal ob physisch oder virtuell, ein Lernanlass ist und ganz viele verschiedene Fraktionen Einfluss haben, ob da auch gelernt wird oder nicht. Das wäre mir ein Anliegen, irgendwie über die 12 Wochen in so eine Vision zu gleiten, die wir dann im Mookathon auch als Vision tatsächlich formulieren wollen. Okay, ja, danke. Total spannend. Ja, Winfried, wie sieht es eigentlich bei dir aus? Hast du auch schon eine Idee für ein Ziel? Aber ich finde das wirklich total spannend. Ich denke immer, nächtens denke ich immer über. Aber wir dürfen noch nicht in die Diskussion reingehen, ne? Jetzt wär's zehnmal, wir haben 12 Wochen Zeit. Ja, okay. Aber Simon, da denke ich sehr intensiv drüber nach, über diese Frage, nur so als Hinweis. Okay, bei meinem Ziel, das hat zumindest einen Namen. Ich nenne das jetzt mal als Arbeitstitel Transformation at Scale oder vielleicht zum Hintergrund. Ich habe heute das Editorial zu unserem Report geschrieben und da gelobt oder fand das sehr spannend, was die Sabine Kluge berichtet hat, wie zum Beispiel sich jetzt Siemens, Daimler, Conti, Haufe und so weiter alle vernetzen und letztendlich jetzt auch Erfahrungen scheren und organisationsübergreifendes Lernen betreiben. Sind wir in 2 Tagen wieder unterwegs mit unserer Zukunftsinitiative, sehen aber immer die Problematik, es gibt da die Organisationen, die wirklich in allen Transformationen, ob das Digitalisierung ist oder New Work oder whatever, loslaufen und agil sind und sich austauschen. Und dann gibt es aber ganz, ganz viele, die sind einfach in ihrer linearen Logik, in ihrem Tagesgeschäft und so weiter gebunden und die haben auch nicht die Möglichkeit oder haben heute vielleicht noch nicht die Zugänge zu solchen Austauschformen. Und wie gelingt es uns, dass eben Transformation nicht ein Luxusphänomen, wie der Gunnar mal geschrieben hat, von ein paar Unternehmen ist, sondern wie kann man so übergreifendes Lernen jetzt zwischen Organisationen, wie kann man das eigentlich da Plattformen bilden, Netzwerke mobilisieren und das Ganze hinbekommen. Genau, das ist mein vielleicht noch etwas schwammiges Ziel. Das ist aber sehr. Dafür Ideen zu finden, Konzepte, Lösungsansätze
Genau. Kann ich jetzt was zu Simon sagen? Also man merkt schon, dass allein 5 Leute in einen Ort zu packen schon der Anfang der Lösung ist. Genau das macht Working Out Loud. Wilfried, dann warte mal noch. Jetzt fragen wir erst noch mal Antje nach ihrem Ziel. Antje, hast du auch schon eine Idee? Ja, ich habe es ja vorhin sogar schon verraten. Also letztlich geht es darum, dass das Lernen an sich mich genauso interessiert wie euch, aber im Sinne von Persönlichkeitsentwicklung. Also dass ich eben glaube, dass ganz oft Lernprozesse gefördert werden, wenn die Leute erstmal wissen, was eigentlich zu ihnen passt. Und ich bin seit Jahren in diesem Bereich unterwegs und habe eben festgestellt, dass vielleicht die Erkenntnisse, die ich selber gemacht habe in vielen, vielen Ausbildungen, die ich also vermittelt habe, also ich habe über 750 Leute ausgebildet in meiner eigenen Methodik, dass die vielleicht mehr transportiert werden müsste, weil ich mich damit immer so ein bisschen schwer getan habe. Wir hatten das zumindest in persönlichen Gesprächen ja auch schon mal, Harald. Also irgendwie, wen interessiert das eigentlich, was ich sage? Das fällt mir etwas schwer, obwohl ich selber das sehr gut anderen Leuten sagen kann. Du kannst dich nicht nur an die Kirche stellen, sondern du musst dich auf den Marktplatz stellen und trommeln. Und dieses Trommeln vielleicht auch via Twitter eben wirklich lernen und letztlich damit auch nicht nur Twitter, sondern auch so mein Social Media Umfeld mit meinen Erkenntnissen, die ich wirklich zahlreich habe, einfach auch zu beglücken in Gänsefüßchen und mich dabei gut zu fühlen und nicht irgendwie das Gefühl zu haben, wen interessiert das eigentlich? Also das ist wirklich mein Ziel, zu sagen, dass ich am Ende locker mit Twitter umgehe, so wie ich bei Harald schon die ganze Zeit hier gemerkt habe, dass er nebenbei schon wieder fotografiert und schon irgendwas hier oben wieder erscheint. Ja, das wäre auch was. Und das mit so einer Freude, wie du anscheinend hast. Okay. Ja, Harald, wie steht es denn bei dir? Brauchst du denn überhaupt noch ein Ziel hier oder? Die Welt ist voller Ziele, glaube ich. Die Welt war noch nie so ready for change, wie sie, glaube ich, heute ist. Es gibt so viele Dinge, an denen man, glaube ich, loslegen kann. Ich habe mir natürlich ein Ziel gesucht, ja, über die letzte Zeit. Ich habe auch überlegt, ja, eher was Persönliches oder eher was einfach mit dem MOOC zu tun hat oder auch mit meinen Projekten, die ich im Moment gerade mache. Und ich habe einfach eine Frage, die ich beantworten würde, ganz gerne versuchen, mit euch oder vielleicht auch mit der Hilfe die zuschauen, kann ja auch sein. Ich meine, auch diesen Skaleneffekt, den wir durch die Live-Möglichkeit und durch die YouTube-Möglichkeit haben, das kann ja auch nochmal einen ganz anderen Skalierungseffekt haben. Und zwar die Frage wäre schlicht und ergreifend, wie schaffe ich es, unsere Führungskräfte bis rauf zum Vorstand wieder lernoffen zu machen? Neugierig. Dass die den Mutanfall wieder haben, zu sagen, okay, ich begebe mich wieder zurück auf den Anfängerstadium, zum Beispiel was Medienkompetenz angeht oder also auch das, was du gerade beschreibst, Antje, du, bei dir müsste ich es gar nicht mehr machen, weil da ist es schon erledigt. Das heißt, du bist schon offen und sagst, okay, jetzt möchte ich es aber wissen. Und genau diesen ersten Türöffner, da suche ich nach Möglichkeiten. Und ich könnte mir vorstellen, durch die Live-Geschichte, entweder gibt es viele Leute, die da schon sagen, ah, habe ich mal was oder sowas. Also Reverse Mentoring ist so das Übliche, was man da hört. Aber vielleicht gibt es da noch mehr und da bin ich überzeugt davon und dann kann ich das auch gleich wieder weitergeben. Also wie mache ich Führungskräfte in jeder Hierarchieebene, von mir aus auch Politiker, neugierig wieder etwas zu lernen und nicht einfach nur, wie es früher halt üblich war, so zu tun, als wüsste man alles, weil man ja schon Führungskraft ist und deswegen ja eigentlich alles wissen muss. Das ist ja Blödsinn heute, aber ist noch nicht ganz überall angekommen. Behaupte ich jetzt einfach mal so. Ja, nee, nee. Ich habe da, mir fällt da ein bisschen Erlebnis bei einer Didakta-Messe auf. Ich bin abends nochmal durch die Hallen gegangen und dann höre ich auf einem Podium, dass sich jemand fürchterlich beschwert, dass man von den Lehrern verlangt, sie sollten Weiterbildung machen. Das sind schließlich alles studierte Leute. Und ich habe mich gewundert, es hat niemand widersprochen auf dem Podium. Die haben da alles als selbstverständlich hingenommen. Aber okay, ich glaube, die Zeiten dürften vorbei sein. Ja, ich habe auch so ein Ziel, was mich bewegt. Und zwar, ich bin sehr sicher, dass man in Communities ganz viel für seine persönliche Entwicklung tun kann.
Und wer sich in Fachcommunities aufhält, der kann gar nicht anders, als sich da weiterzuentwickeln, als da zu lernen. Und natürlich, je aktiver man ist, umso besser. Aber ich erlebe, dass ganz viele Corporate Learning Professionals so mit Communities, mit sozialen Medien überhaupt nichts am Hut haben. Sie trauen sich da nicht rein oder sie gehen da nicht rein, einfach weil sie irgendwelche Vorbehalte haben. Und wer da aber selber nicht drin ist, der wird auch nie erfahren, was es mit Lernen zu tun hat, um das dann halt auch gestaltend irgendwo einzusetzen für die Leute, die er fit machen will. So, und insofern ist mein Ziel, möglichst mehr oder mehr Corporate Learning Professionals in die Communities zu bekommen, die da so im Moment bestehen. Das sind ja gar nicht so viele, aber wir selber von der Corporate Learning Community haben eine auf Xing, eine auf Google Plus, eine auf Facebook und neuerdings auch auf LinkedIn. Aber wenn man sich die Zahlen da ansieht, die klingen manchmal hoch. Wir haben auf Google Plus, glaube ich, so 650 Leute oder 700. Auf Facebook sind, glaube ich, 300 so ungefähr, auf Xing sind auch nochmal so ungefähr 350, 400. Nur wer da eingeschrieben ist, halt, das heißt noch lange nicht, dass er auch wirklich da regelmäßig reinguckt und erst recht nicht, dass sie auch aktiv sind. Also erstens, ich möchte die Zahl mindestens verdoppeln von denen, die da eingeschrieben sind. Die lesen ja hoffentlich auch ab und zu mal, das ist ja auch schon ein wichtiger Schritt. Und zweitens, ich will aber auch, dass da eine Aktivität entsteht. Im Moment ist die Aktivität sehr gering. Es sind immer die gleichen, die da so reden oder die da was schreiben und die anderen irgendwie mitzuziehen. Das wäre so mein Ziel. Auch noch nicht so richtig konkret formuliert, aber ich glaube, daran will ich ganz gerne arbeiten. Auch schön, ne? Harald, sind das alles so Ziele, die da passen können für so einen Working Out Loud Circle? Was meinst du? Also ich würde erst mal sagen, ja, da sind Ziele dabei, die noch ein bisschen Nachdefinition brauchen. Das ist aber, glaube ich, üblich. Man kann sich dann einfach mal so die ersten Schritte machen, so ein bisschen abarbeiten und dann wird man feststellen, okay, da komme ich vielleicht an der Ecke nicht so weiter. Vielleicht kommt ein Impuls und das werden wir jetzt die nächsten Circle ja machen, uns gegenseitig mal so ein bisschen auch Feedback zu geben über die Ziele. Wir werden Teilnehmer finden oder Leute finden, die da interessant wären. Vielleicht kommt auch aus der 45 Teilnehmergruppe das eine oder andere, wo man sagt, schau doch mal dahin, hier habe ich mal was gelesen. Und dann wird, glaube ich, mit jedem, nicht glaube ich, dann wird mit jedem Circle werden diese vielleicht noch nicht ganz konkreten Ziele immer klarer. Und dann kann man vor allen Dingen auch mit dem Machen, mit dem Tun, damit fängt es ja an, wird nicht nur das Ziel klarer, sondern eigentlich das Ziel auch immer greifbarer. Okay. Simon, du bist ja genauso erfahren mit den Zirkeln und mit Working Out Loud. Wie geht's jetzt eigentlich weiter? Jetzt haben wir die Ziele definiert. Was sind so die nächsten Schritte? Naja, wer mag, kann natürlich in die Circle Guides mal spitzen. Es gibt für alle 12 Wochen eigentlich eine Agenda. Wenn ich irgendwie jemandem Aufzug erklären muss, wie das abläuft, dann sage ich immer, eigentlich ist das so zweigeteilt. Die ersten 4 Wochen haben so eine Logik. Das heißt, man sucht sich erstmal ein persönliches Ziel. Das Ziel, du hast auch gefragt, was eignet sich nicht. Dadurch, dass es bei Working Out Loud um Vernetzung, Netzwerke nutzen geht, eignen sich natürlich Ziele, wo mir bei der Erreichung irgendjemand helfen kann, den ich in meinem Netzwerk habe. Wenn ich jetzt ein Ziel, oder beziehungsweise den ich heute noch nicht im Netzwerk habe, aber den ich vielleicht suche. Wenn ich jetzt ein Ziel habe, was ich problemlos alleine auch erreichen kann, ist das vielleicht nicht so geeignet. Und die Logik für mich, und das ist was mir eigentlich Working Out Loud so ans Herz hat wachsen lassen, ist, dass man sagt, was ist mein persönliches Ziel? Wen bräuchte ich eigentlich in meinem Netzwerk, damit ich dieses Ziel besser erreiche? Was kann ich dem Gutes tun, damit er auch bereit ist, mir zu helfen? Und wie kann ich dann nachher das Netzwerk nutzen? Also so ein bisschen, John Stepper sagt oft, Dale Carnegie meets the Internet. Also Dale Carnegie ist ja so ein Vernetzungsapologet gewesen, glaube schon vor 50, 60 Jahren, wenn nicht länger. Und das eben mit Netzwerkeffekten zu mischen, mit virtuellen Netzwerkeffekten. Und das ist, glaube ich, das, was jetzt in den ersten 4 Wochen passiert. Dann, wenn jemand fragt, warum brauche ich 12 dafür, da ist, glaube ich, die Antwort einfach die, es braucht lange, bis man Verhalten ändert und sich Verhaltensänderung auch stabilisiert. Und deswegen macht es einfach Sinn, sowas über einen längeren Zeitraum zu praktizieren, so wie man halt laufen oder Fahrradfahren oder Skifahren eine Weile praktizieren muss, bis es wirklich gut funktioniert. Na, das heißt,
Du hast gefragt, was erwartet uns jetzt? Wir werden das Ziel sicher noch schärfen über die nächsten 2-3 Wochen. Wir werden dann über sogenannte Listen, unter anderem die Liste der Netzwerkpartner, mit denen wir uns vernetzen wollen, sprechen, die Liste der Contributions, also sprich, was können wir diesen Netzwerkpartnern Gutes tun, welche Aktivitäten machen wir dann mit dem Netzwerk. Es gibt durchaus auch Leute, die sagen, nach dem WOL-Circle können sie keine Listen mehr sehen, weil man einfach sehr viel mit Listen arbeitet, aber das ist, was uns jetzt sicher erwarten wird in den nächsten Wochen. Mhm. Marcel Kirchner, unser Gast, hat natürlich übrigens nebenbei schon das Ziel von Karl-Heinz in kurze Worte formuliert. Im Kommentar. Dankeschön erstmal. Wahnsinn, ja. Ja. WOL wirkt. Okay. Ja, Simon, ich will auf eins noch mal kurz eingehen. Du hast gesagt, Verhalten ändern in den 12 Wochen. Wie kann man sich das vorstellen? Ist das so, das Verhalten anderen gegenüber in Netzwerken oder wie gehe ich auf andere zu oder was für ein Verhalten ist da gemeint? Naja, klar, wenn sich jetzt jemand generell mit Netzwerken oder Leute ansprechen schwer tut, dann kann das natürlich auch das sein. Ich finde eher, es ist dieses, jeder hat in seiner Arbeit oder was immer er täglich macht, in der Regel wahnsinnig viel zu tun und es bleibt wenig Zeit zu netzwerken oder das Netzwerk zu nutzen. Man denkt immer, das muss ich jetzt selber machen, weil sonst kostet mich das viel zu viel Zeit. Und da einfach zu sagen, man tut jetzt mal ganz bewusst eben Zeit für die Erreichung eigener Ziele durch das Netzwerk oder gemeinsam mit dem Netzwerk zur Seite legen, um dann eine Erfahrung quasi zu machen, bin ich da am Ende vielleicht sogar schneller, als wenn ich selber gemacht hätte. Ja, das mal über einen Zeitraum einfach zu trainieren und auszuprobieren und für sich da den richtigen Weg zu finden. Mhm. Das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Erfolgsfaktor in Working Out Loud. Mhm. Okay. Das heißt, wir müssten jetzt irgendwie anfangen, so eine Listen zu erstellen, die da heißen, wer könnte mir helfen bei meinem Ziel? Ja, genau. Also im Prinzip, die, jetzt muss ich gerade überlegen, in den deutschen Working Out Loud Guides, wir wollen ja die deutsche verwenden. Moment. Weiß nicht, hast du die gerade offen? Ja, also da stand sowas drin. Also ich wollte es von euch jetzt auch als Erfahrene nochmal hören, ob das so sinnvoll ist am Anfang. Das heißt, jeder müsste irgendwie überlegen, wen könnte ich ansprechen, der eventuell Erfahrung mit dem Thema hat und der mir Tipps geben könnte, wie man da so vorgehen kann. Ne? Ja, eigentlich nicht, wie man vorgehen kann, sondern wen bräuchte ich in meinem Netzwerk, den ich heute in meinem Netzwerk noch nicht habe, der mir bei der Erreichung meines Ziels helfen kann. Also in meinem Beispiel könnte zum Beispiel die Fragestellung sein, ich sag mal, welche Leiter Qualitätsmanagement in Organisationen befassen sich gerade damit, auf die neue ISO 9001 Norm umzustellen, sind mit den ganzen Forderungen, was Lernen und Wissensmanagement angeht, konfrontiert und können mir Feedback geben zu Ideen und können aber gleichzeitig vielleicht auch die Dinge, die ich schon weiß oder schon kenne, brauchen. Ja, weil dann könnte ich sagen, okay, keine Ahnung, wie gestaltet man Geschäftsprozesse wissensorientiert, wie baut man da Reflexionsschritte ein, welche ganz pragmatischen Anleitungen gibt es, Lessons learned nach Projekten zu machen. Das wären so typische Contributions, die ich solchen Leuten geben kann und dann müssten die erstmal nicht anfangen, das selber zu entwickeln, sondern die können was Fertiges nehmen. Die Zeit, die sie sich dafür sparen, können sie vielleicht dazu verwenden, um gemeinsam mit mir mal zu diskutieren, wie diese Lernen-Organisationen-Ideen nach Garvin in den Kontext des Qualitätsmanagements bei Siemens meinetwegen passen. Mhm. Mhm. Okay. Also, ja. Du suchst letztlich jemanden, der das gleiche Interesse teilt, ne? Ja, ne, gleiche Interesse. Also ja, jemand, der mir hilft oder beziehungsweise der einem einzelnen Circle-Teilnehmer hilft, ja, das eigene persönliche Ziel zu erreichen. Und zwar dadurch zu erreichen, dass ich erstmal ihm etwas geben kann, was ihm nutzt und er im Gegenzug mir dann sozusagen auch hilft. Also so ein Geben und Nehmen Phänomen ist das. Also ist für mich persönlich eigentlich der Kern von Working Out Loud. Ein Netzwerk aufzubauen,
nicht einfach nur des Netzwerkens willen. Es geht nicht darum, 1000 Facebook-Freunde zu generieren, sondern am Ende sind es vielleicht 5 neue Kontakte, die ich habe. Aber das sind genau die, die mir bei meinem Ziel helfen können und für die ich genau was Gutes und Sinnstiftendes tun kann. Aber um das nochmal zu sagen, das verbindende Element ist ja, dass wir am gleichen Thema sind. Das, wir fünf jetzt oder wir nein, mit? Auch die, die du ansprichst. Also wenn ich jetzt, letztlich sprichst du ja Menschen an, die aus einem Segment oder aus einem Bereich kommen, in dem sie etwas gebrauchen können, was du hast. Und das verbindende Element ist ja in dem Fall, hat es ja was mit Lernen zu tun, bei deinem konkreten Ziel. So kann man das sehen, ja. Wobei das keine, also ich würde sagen, es ist kein Muss, dass es so was Verbindendes gibt. Harald hat vorhin das Beispiel genannt, wenn jetzt jemand sagt, er sucht einen neuen Job in der Firma, in einer anderen Branche, dann kann es auch einfach sein, dass ich sozusagen Kontakt zu Leuten suche, die mir helfen können, irgendwo einen Job zu bekommen. Ne, da habe ich jetzt kein verbindendes inhaltliches Thema in dem Sinne. Also die Verbindung ist wirklich gemeinsam was zu erreichen, gemeinsam sich zu verbessern. Es kann völlig unterschiedliche Themen haben. Also wir haben sogar festgestellt im Rahmen der Firma, dass es also in unserer Organisation, dass je unterschiedlicher die Leute sind, umso spannender sind auch mal die neuen Ansätze, weil mit den Leuten, mit denen man sich immer trifft, man auch oft die Perspektiven teilt und dann kommen dann manchmal gar nicht so die ganz neuen Ansätze raus. Auch das funktioniert natürlich sehr gut, aber wenn ich so ganz unterschiedliche Leute habe, dann komme ich eben auf Denkwege, sage ich jetzt mal, die ich normalerweise selber gar nicht angehen würde. Genau. Also ich habe gerade mal einfach den Circle Guide in der deutschen Version aufgemacht. Ich poste auch gerade mal, falls da jemand gucken will, den Link in den Chat. Und da ist einfach die Anweisung, erstellen Sie Ihre erste Kontaktliste. Ne, und die Aufgabe oder das Template, was man da findet, ist, eine Liste zu erstellen mit 10 Personen, die mit dem eigenen Ziel zu tun haben. Versuchen Sie, 10 Personen zu finden. Wenn Sie eine Gruppe finden und eine Rolle, aber noch keinen Namen, dann ist das in Ordnung. Schreiben Sie jede Information auf, die Sie haben. Momentan ist die Suche selbst das Wichtigste. Also das würde heißen, jetzt in meinem Fall Qualitätsmanagementverantwortliche. Ich könnte jetzt mir zum Beispiel überlegen, über LinkedIn oder Xing mal zu suchen, die DAX 30 Firmen und wer ist dort der Leiter des zentralen Qualitätsmanagements? Finde ich dort die Kontakte ja oder nein? Und dann wäre das sozusagen eine erste Liste. Und mit der Liste arbeitet man auch wirklich kontinuierlich quasi weiter. Jetzt bin ich ja mal ganz, darf ich fragen, Simon? Na klar, ja. Für mich, jetzt sind wir für mich, du bist ja der Profi dabei. Du hast ja gehört, was ich für ein Ziel habe, letztlich meine Social-Media-Kompetenz auszubauen, Twitter speziell. Wie würdest du dich dem nähern? Naja, ich würde mir Leute sozusagen suchen, die da schon Profi sind. Zum Beispiel Harald, ja. Zum Beispiel Harald, auch mal gucken, wer sind denn, weiß ich nicht, wenn Reichweite ein Thema ist für dich, ne? Mal zu schauen, wer sind denn Leute, die 10.000 plus Follower haben? Wer sind Leute, wenn es mir darum geht, dass meine Botschaft weitergetragen wird, die halt, keine Ahnung, nicht 5 Retweets auf einem Tweet haben, sondern 500 oder 5.000. Mal zu gucken, was machen die, wie erzählen die Geschichten, welche Tools verwenden die vielleicht auch mal anzusprechen, ne, und zu sagen, lass uns mal telefonieren, ein Interview machen, einen Podcast machen, über was sind deine Tipps und Tricks zur Twitter-Nutzung. Na, weil das ja quasi eine andere Zielgruppe ist, als die du vorhin genannt hast. Ne? Leute, die bei dir in Seminaren, so wie ich es verstanden habe, sind deine Botschaft. Nee, das habe ich nur gesagt, dass die Erkenntnisse, die ich aus diesen unterschiedlichen Sequenzen habe, sinnvoll wären, die weiterzutragen. Das ist keine Zielgruppe, sind eigentlich alle. Also das wäre so eine innere Logik, die da drin steckt, ja, ne? Zu sagen, was machen Leute, die die hohe Reichweite haben auf Twitter und vielleicht gleichzeitig parallel auch Leute aus deinen Seminaren, die da schon waren, so ein bisschen wie Karl-Heinzens Ziel, wie viel davon sind eigentlich schon auf Twitter und macht es Sinn, vielleicht in die eigenen Angebote so 10 Minuten einzubauen, wie nutze ich eigentlich Twitter, nachdem sie bei dir auf einem Seminar waren und welchen Hashtag sollten sie verwenden? Also du musst... Vielleicht solltest du dir dann auch überlegen, welche Art von Persönlichkeit du da haben möchtest. Ich habe jetzt gerade mal geschaut, Mesut Özil wäre ganz weit vorne.
Danach hätten wir weiter hinten Toni Kross, Heidi Klum, Marcel Neuner, Basti Schweinsteiger. Also es ist relativ deutlich, glaube ich, wer da vorne ist. Man kann sowas dann aber, glaube ich, noch filtern. Also das kann man runterladen als Excel-File und dann kann man es vielleicht sortieren nach Politikern oder nach Ausrichtung oder sowas. Also ich würde mir einfach mal Leute, die du kennst, mal schauen, ob die auf Twitter sind und wie die sich denn da so geben. Außerdem, Simon, ihr habt doch morgen sowieso auch so eine 1x1 des Twitters Session. Von daher, 13 Uhr, ja. Genau, wäre das auch ein guter Einstieg. Oder eben von YouTube einfach mal Twitter für Anfänger oder for Dummies oder sowas, wo einfach mal so 2, 3 Videos anschauen. Und da sind oft auch ganz nette Informationen dabei. Also nach den, ich würde vielleicht nach denen, ich sag mal so Celebrities oder Promis, die per se halt Hunderttausende oder gar Millionen Follower haben, gar nicht so sehr schauen, weil die haben einen unfairen Vorteil sozusagen, einfach dadurch, dass sie sehr stark in der Öffentlichkeit stehen. Ich finde es jetzt so für meine Themen interessanter zu gucken, Leute, die sich das sozusagen erarbeitet haben, die sich für ihr Fachthema eine Themenführerschaft erarbeitet haben, Multiplikator geworden sind. Ne, wie haben die das gemacht? Haben die geschaut, dass sie mal ein Interview kriegen? Wem sind die gefolgt? Wo haben die geschaut, dass sie Retweets bekommen? Ne, das ist, glaube ich, bei jemand, der halt in so einer sehr sichtbaren Position ist, wie ein Sänger, ein Fußballer und so weiter, kann man das nicht ganz 1:1 vergleichen. Und du kannst ja auch zum Beispiel mal die Leute hier im MOOC jetzt entweder oder wenn du links in die Unterhaltung reinschaust, da sind einige drin, wenn ich da so durch die Namen durchgehe, wenn du die dir mal auf Twitter anschaust, dann sind einige dabei, die da, also ich sage jetzt mal, nicht auf dem Papst-Berühmtheitslevel sind, aber durchaus in ihrem Fachgebiet doch einiges schon bewegen. Mhm. Und man muss da nicht jeden Tag 20 Posts raushauen oder ständig im Fernsehen sein, um wirklich auch da eine gewisse Sichtbarkeit zu haben. Das schreckt dann auch nicht so ab. Also wenn ich das so richtig zusammenfasse, was ihr so jetzt berichtet habt über die Listen, dann ist es einerseits die Analyse, wer ist für mich interessant, und der zweite große Schritt ist eigentlich, wie komme ich an den ran? Also das ist ja eine große Hürde eigentlich, ganz fremde Leute anzusprechen, Kaltakquise kann man sagen, ne? Und sich einfallen zu lassen, was könnte ihn interessieren, wie komme ich mit dem in Kontakt, ne? Genau, und das sind auch genau diese zwei Listentypen. Das eine ist die Contact-List, also wen möchte ich in meinem Netzwerk haben, wen möchte ich kontaktieren, und das zweite ist die sogenannte Contribution-List, also was kann ich dem Gutes tun, um ihn zum Beispiel erstmal auf mich aufmerksam zu machen. Mhm. Also wie kann ich, das fängt bei einem einfachen Like an oder bei einem Folgen oder mal bei einem Kommentar, ne, also und dann aber auch Inhalte beisteuern, was kann ich Contribution, was kann ich beitragen, um dieser Person, die in mein Netzwerk kommen soll, eben etwas Gutes zu tun? Es gibt so die fünf Grundthemen im Endeffekt von Working Out Loud. Ich habe die mal da links rein gepostet, und da steht eben unter anderem auch drin, dass es darum geht, sichtbar zu werden und auch diesen Perspektivenwechsel mal zu machen. Perspektivenwechsel? Was meinst du damit? Naja, also wenn ich normalerweise Leute anspreche, dann passiert es ja aber vermutlich also in der Firma oder irgendwo anders, dass man eine Frage hat und dann ruft man an und stellt die Frage. Das ist jetzt so die platte Anmache, hätte ich jetzt fast gesagt. Der Working Out Loud-Stil wäre eher immer umgekehrt. Von dem ich etwas möchte, den schaue ich mir erstmal an. Was macht denn der so? Wo ist der aktiv? Dann vielleicht zeige ich ihm mal meine Wertschätzung für das, was er macht, also oder sie macht. Idealerweise natürlich ehrlich gemeint, also jetzt nicht so Stalking und dann irgendwie, also das soll schon ehrlich sein, das Ganze. Und dann würde der oder diejenige allein darüber hin schon aufmerksam werden über jemanden, da ist jemand, der interessiert sich für meine Arbeit. Und das erleben wir ganz oft, vor allen Dingen im Firmenkontext, dass dann genau über so eine Umdrehung der Ansprache, also ich mache nicht, ich gebe nicht jemandem ein Arbeitspaket, hier, ich brauche dich, sondern ich mache unsere Zusammenarbeit, unsere Kommunikation eigentlich so interessant, dass der andere eigentlich mit mir reden will. Mhm. Und das haben wir wirklich also da kann ich dann auch vielleicht in den späteren Circles mal auch ein paar Beispiele nennen, wo man wirklich sagt, wow, das funktioniert und so schnell. Also das ist eine ganz, ganz tolle Geschichte. Selbst der schreibt auch John Stepper in seinem Buch so schön, selbst die berühmtesten Leute freuen sich über ehrliche Aufmerksamkeit. Mhm. Mhm. Okay, ich glaube, dann ist so einigermaßen klar geworden, was jetzt zu tun ist.
Ich würde vorschlagen, wir nehmen das jetzt als Aufgabe mit und besprechen beim nächsten Treffen dann unsere Listen und unsere Ideen. No. Gute Gibt's Idee. noch Fragen oder Anmerkungen von euch? Ich habe mal, wie kann man diesen Chat hier sich sichern? Indem ich jedes Mal das irgendwie abfotografiere, jetzt mal Ja, ganz blöd. markieren und alle markieren und dann in Word-Datei kopieren, denn der Chat wird nicht bei der Aufzeichnung wiedergegeben bei Skype for Ja, Business. Das ist noch ein ein bisschen Nachteil. Privacy müssen wir doch für unsere Gäste auch Ja, genau, gewährleisten. stimmt auch. Wir haben die Gäste ja gar nicht gefragt, ob wir das alles veröffentlichen dürfen. Aber privat kann man es Du hast schon ja gesagt, du richten. zeichnest auf, der Chat wird mit aufgezeichnet, ist dann aber im Video quasi drin, ne? Nee, Also der ist nicht mit nee, der ist aufgezeichnet. nicht mit aufgezeichnet. Ist Bei nicht mit aufgezeichnet, Skype for Business ist nicht drin. okay. Okay, ja, dann vielleicht als letztes noch Hinweis, wann treffen wir uns beim nächsten Mal? Also das ist genau am nächsten Montag um die gleiche Zeit, 19 Uhr, über den gleichen Kanal, hoffentlich dann ganz pünktlich. Und dann gibt es morgen noch ein Webinar zum Thema Twitter für alle diejenigen, die es interessiert, um 13 Uhr. Den Link dafür findet man auf der Seite colearn.de, wo unser MOOCathon beschrieben ist. Und da auf die Seite dieser Woche, der aktuellen Woche gehen, da findet man alle Links zu allen Terminen, unter anderem auch den Termin morgen, Twitter als Lerntool für den Corporate Learning 2025, aber natürlich auch als Lerntool für jede Person. Also Simon und ich werden morgen dieses Webinar machen, auch maximal eine Stunde. Dann euch jetzt schönen Dank fürs Mitmachen und viel Erfolg beim Karl-Heinz, Listenerstellen. ich würde noch schnell den Link auf die WOL-Seite vielleicht reinstellen in den Chat oder sowas. Vielleicht kann dann der eine oder andere die entweder dann auch vielleicht verlinken, ein bisschen Werbung machen oder eben sein Feedback schon mal schreiben, wie ihm oder ihr das jetzt gefallen hat. Weil ich glaube, das Working Out Loud kann gerne auch die nicht im Circle dabei sein, die können da mal ausprobieren, wie viel kriegen wir denn da hin. Weil vielleicht schaffen wir das ja zu steigern, vielleicht wird es auch kleiner, vielleicht bleibt so. Aber ich würde die Zeit auch nutzen oder die Möglichkeit nutzen, das Ganze dann entsprechend ja, einfach mal zu sehen, wie skalieren können wir denn das Ganze. Ich stelle mal den Link schnell rein. Das ist dieser hier. Vielen Dank. Und wir sollten halt bis nächste Woche mal gucken, dass jeder so sein Ziel vielleicht schriftlich fixiert hat und so eine erste Version der Kontaktliste, weil Genau. die brauchen wir dann im nächsten Circle als Input. Okay. Dann herzlichen Dank, schönen Abend noch und Ebenso. eine gute Super. Woche. Eine liebe. Tschüss. Ciao. Tschüss. Ciao. Danke. Tschüss.